Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Boote TV. Heute gibt's Italienisch und zwar die Saver Werft. Sie ist für Mittelklasseboote mit umfangreicher Ausstattung bei eher moderaten Preisen bekannt. Diese Eigenschaften treffen auch auf das Modell hier vor, die Saver 830 Cabin. Seit einem Jahr ist der Familienkreuzer erhältlich und zwar mit Inboardern bis zu 260 PS. Aber ab sofort geht auch mehr. Wir hatten die Gelegenheit, die inzwischen leicht verbesserte Version erstmals mit einem V8 unter die Lupe zu nehmen. Konzeptionell ist das Boot auf jeden Fall auf die Bedürfnisse einer kleinen Familie ausgelegt. Dank einem moderaten Leergewicht von rund 2,5 Tonnen ist es auch trailerbar. Kann also auch nicht nur im heimischen Revier, auch unterwegs bei Urlauben genutzt werden. Im Testboot werkelt wie gesagt die neue Spitzenmotorisierung in Form eines sauber montierten V8 300 Mercruiser, der seine Kraft über einen Bravo 3 Antrieb mit gegenläufigen Doppelpropellern ins Wasser bringt. Den Spurt bis zur Gleitfahrt erledigt die Kombination in 7 Sekunden, dabei liegen 3000 Touren und 15 Knoten an. Die Spitzengeschwindigkeit von 36,4 Knoten ist nach 13 Sekunden erreicht, was die sportliche Note des V8 erkennen lässt. Beim Verreißen erfolgte, wie bei allen Fahrmanövern, stets gutmütige Reaktion. Da beim Test auf dem Bodensee ordentlich Wind samt Seegang vorherrschte, ließen sich auch die Rauwassereigenschaften genauer prüfen. Das Eintauchen in die Wellen war weich und das Handling ohne Tadel, sodass wir der Saver auch bei Seegängigkeit gute Leistung attestieren können. Am effizientesten waren wir übrigens bei 3500 Umdrehungen und einer Reisegeschwindigkeit von knapp 20 Knoten unterwegs. Hier genehmigte sich der V8 gut 29 Liter die Stunde, was mit dem 250 Liter Tank bei Abzug der Reserve eine Reichweite von definitiv etwas mageren 126 Seemeilen ermöglicht. Beim Rundgang fällt zunächst die 70 cm lange Badeplattform ins Auge, die genügend Platz bietet für Brettsportler oder Taucher, die sich gerade vorbereiten. Ein Ein- und Ausstieg, da hilft die integrierte Teleskop-Badeleiter und eine Heckdusche ist ebenfalls vorhanden. Eine kleine Hecktür gibt den Weg ins Cockpit frei. Hier steht eine L-förmige Polstersitzgruppe samt Tisch zur Verfügung. Gegen Aufpreis hat man auch die Möglichkeit, hier eine Liegefläche zu bauen. Unter der Sonnenliege da hinten ist der Motor, den hören wir uns jetzt einmal kurz an. Das war, wie gesagt, die größte Motorisierung, die es für das Boot jetzt gibt. Um auf das Vordeck zu gelangen, habt ihr eben diesen Tritt gesehen. Der soll uns hier an der Bordwand vorbei nach vorne auf das Sonnendeck führen. Finde ich sehr schmal. Unser Tester sagt, es geht aber, da gute Haltegriffe vorhanden sind. An Steuerbord gibt es hier eine kleine Wetbar mit Waschbeckenkombination, die man runterklappen kann. Und dann kommt der Fahrersitz zum Vorschein. Der Steuermann blickt auf eine komplette Grundinstrumentierung samt Kompass und ausreichend Platz, um Plotter montieren zu können. Eine Fußstütze sorgt für eine entspannte Sitzposition, wobei die Instrumente gut ablesbar sind. Eine Schiebetür neben dem Steuerstand gibt den Niedergang frei. Unter Deck trifft man auf eine Stehhöhe von 1,80, jedenfalls in dem Bereich, wo man runterkommt. Zunächst links eine kleine Pantry am Backbord, das serienmäßig mit einem Waschbecken und einem Kühlschrank kommt. Ein einflammiger Gaskocher ist Option. An Steuerbord befindet sich die nur 1,47 Meter hohe Nasszelle mit Waschbecken. Also Jungs, nicht dick werden, sportlich bleiben, mit herausziehbarem Duschkopf und elektrischem Marine-WC. Wenn man sich beim Runterkommen einmal umdreht, dann entdeckt man hier die Unterflurkabine, die sich hinter dem Niedergang befindet. Sie verfügt über eine fast 2 Meter lange Liegefläche, die allerdings nur 1,10 Meter breit ist. Für zwei Kinder sollte das ausreichen, zumal die Höhe im Bereich des Unterkörpers nur 40 cm beträgt. Praktisch ein kleines Luke im Brustbereich, was für gute Belüftung sorgt. So, kommen wir zu unserem Fazit. Die detaillierten Testergebnisse, alle Eckdaten findet ihr natürlich in unserer Printversion Oktober 2019. Bemerkenswert an der Saver 830 Cabin ist die gute Serienausstattung. Überzeugend sind auch viele gute Fahreigenschaften und eine ordentliche Verarbeitung. Das veränderte Deckslayout mit der neuen Sitzgruppe ist ebenfalls positiv anzumerken. Wer mit kleinen Mankos wie der eingeschränkten Reichweite oder den sehr schmalen Gangborden leben kann, erhält mit der Sizilianerin hier ein gutes und preiswertes, universal einsetzbares Familienboot, auch für mehrtägige Touren.